By the way, such einen anderen Unterschlupf. Okay, Türen verriegelt, Fenster gesichert, Strom ausgeschaltet. Hier kommt nichts rein. Nicht mal du, hey! Such dir einen anderen Unterschlupf! Hier ist alles dicht! Kapiert? Scheiße, das ist so krank. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Schon in Ordnung, alles wird gut. Du bist eingeschlossen, Mann. Ich muss nur abwarten. Was war das für ein Geräusch? Wie ist das hier reingekommen? Was zur Hölle ist... Ich sollte Kidman sagen, was hier läuft. Kidman, kannst du mich hören? Laut und deutlich. Was hast du für mich? Die gute Nachricht. Ich habe O'Neill gefunden und er konnte mir Hinweise auf Lily geben. Großartig. Die schlechte Nachricht. Union fällt buchstäblich auseinander und ist größtenteils von Leichen und Monstern bewohnt. Und dieser Psycho, den ich erwähnte, der mit den Kräften, die er nicht besitzen sollte, er hat Lily. Ich bin auf dem Weg zum Mark, von dem du mir nicht erzählt hast, um zu ihm vorzustoßen. Tut mir leid, dass wir vorher keine Zeit für ein Briefing hatten. Aber wir dachten nicht, dass es so schlimm wäre. Hier ist es genauso schlimm wie in Beacon. Nein, schlimmer! In Beacon steckte meine Tochter nicht fest! Okay, beruhig dich. Vielleicht kann ich helfen. Hast du irgendwelche Infos über diese Person? Männlich, etwa 1,77 Meter, schwarze Haare. Hält sich für so eine Art Künstler. Das ist nicht wirklich viel. Das weiß ich auch. Ich bin unterwegs zum Rathaus. Melde mich später. Das ist also der Computer, von dem O'Neill gesprochen hat. Probieren wir das Passwort. Hier haben sie anscheinend noch Teile von Union entworfen.
Hier unten ist es wohl auch nicht besonders gut gelaufen. Derzeit ist die Notfallabriegelung in Kraft. Stellen Sie die Frequenz auf Ihrem Kommunikator ein, um die Abriegelung aufzuheben. Ich kann's ja mal versuchen. Neustart der jeweiligen Anlagen warten.
Notfallabriegelung im Freizeitbereich aufgehoben. Bitte warten, System wird neu gestartet. Das war's hoffentlich. Muss Munition sparen. Systemdurchstand abgeschlossen. Notfallabriegelung vollständig aufgehoben. Dieser Geruch. Thank you.
Das ist also das schlimme Gasleck. Danke, O'Neill. Ohne das Teil hier würde ich es niemals schaffen. Wie in einem Irrgarten. Entzündlich? Mist. Dann kann ich keine Schusswaffen einsetzen. Ein Elektroschloss. Verdammt. Ich muss der Spur folgen. Thank you.
Gott sei Dank. Die Maske roch fürchterlich. Hallo? Hören Sie mich? Hier ist Watkins. Watkins? Was ist los? Der Zusammenbruch passiert schneller als erwartet. Und jetzt ist auch das Markt betroffen. Diese Dinger versuchen einzudringen. Ich brauche Hilfe. Auf dieser Seite sind wir sicher. Kommen Sie rüber. Geht nicht. Der Zusammenbruch hat ein Gasleck in den Zugangstunnel verursacht und meine Atemmaske ist im Transporter. Können Sie kein Team mit einer Atemmaske für mich durch die Tunnel schicken? Tut mir leid. Wir können für Sie keine Leben riskieren. Endlich komme ich hier raus.